Ja, aber du warst tatsächlich die erste für mich, die erste Gastro- oder Hoga-Podcasterin. Der Küchenherde-Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du aus der Hotellerie und Gastronomie kommst und der Meinung bist, dass sich in unserer Branche etwas verändern muss. Wenn du Fach- und Arbeitskräfte suchst, dich für die zukünftige Entwicklung in unserer Branche interessierst und wenn du zum Thema Digitalisierung ein Wörtchen mitreden möchtest, dann solltest du in den Küchenherde-Podcast reinhören. Du erhältst in diesem Podcast echte Erfolgsanleitungen für das moderne Führen und Binden deiner Mitarbeiter. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin Gründer der Küchenherde. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Heute geht es weiter mit der zweiten Folge der besten Hoga-Podcasts. Heute habe ich Ann-Kathrin von Thekentalk zu Gast. Der Thekentalk-Podcast ist meines Wissens nach der erste Gastro-Podcast, der immer noch auf Sendung ist. Du bekommst während der ganzen Folge viele tolle Tipps, viele nützliche Tipps für deine Gastronomie, die du von jetzt auf gleich umsetzen kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem zweiten Game Changer. Hier kommt Ann-Kathrin von Thekentalk. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Heute geht es weiter mit der Serie Die besten Hoga-Podcasts und heute stellen wir einen sehr inspirierenden Podcast vor und eine Podcasterin, deren Lebenslauf sich liest wie ein gutes Buch. An dieser Stelle, liebe Ann-Kathrin, gerne mehr davon. Also wenn du mal ein Buch schreibst über dich, deine Reise und deinen Lebensweg, ich kaufe das definitiv. Verflixt, jetzt habe ich es verraten, ich dusse, heute stellen wir den Podcast Thekentalk vor und Gastgeberin von Thekentalk ist Ann-Kathrin Gallinat. Herzlich willkommen, liebe Ann-Kathrin. Hallo, hallo. Hallo, lieber Markus. Schön, dass ich da sein darf. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig und du bist ja schon quasi ein Gastro-Podcast, ein ja, Hoga-Podcast-Urgestein, würde ich jetzt mal so sagen. Du hast mittlerweile 52 Folgen veröffentlicht, richtig, oder? Ja, genau, das stimmt. 52 Folgen, das ist schon eine ganze Menge. Wusstest du, dass die meisten Podcasts nach der 8. Folge aufhören, dass die im Durchschnitt nur 8 Folgen rausbringen? Ja, das habe ich neulich, ich glaube, in deinem Podcast schon mal irgendwo gehört. In einer Podcast-Folge von dir. Ja, das kann sein. Ich schmeiße mal sehr gerne mit Zahlen um mich. Okay, dann war ich das, okay. Ja, was mich mal interessieren würde, Thekentalk ist ja schon sehr präsent und ein witziger Funfact, Thekentalk war damals im September 2018 für mich der erste Hoga-Podcast, den ich gehört habe. Also ich kenne dich quasi jetzt schon fast seit, ja, ein bisschen mehr als einem Jahr. Mega! Cool. Und danach habe ich dann weitergemacht mit Janina Felix, mit dem Hospitality Inspiration, da habe ich dann im November reingehört. Ja, aber du warst tatsächlich die erste für mich, die erste Gastro- oder Hoga-Podcasterin. Wow, voll die Ehre, vielen Dank. Wie entstand denn der Name Thekentalk? Der Name entstand, ich bin in einer Podcast-Gruppe, ich habe so einen Podcast-Online-Kurs gemacht, weil ich zu dem Thema ganz, noch keine Erfahrung davor hatte mit Podcasts und so weiter, mit dem ganzen technischen Hintergrund und so weiter. Und habe da so einen Online-Kurs gemacht und da habe ich mal so ein paar, habe ich eigentlich mal so eine Diskussion gestartet und was mit Gastronomie und dann kam eben so Theke, irgendwas mit Theke, ja. Und dann so ist irgendwie der Thekentalk entstanden, so kam der das erste Mal ins Gespräch. Am Anfang dachte ich noch so, war ich noch nicht so richtig, stand ich noch nicht so richtig hinter dem Namen. Und dann, je öfter ich es gehört habe und je mehr Leuten ich auch davon erzählt habe, umso mehr Leute haben dann auch gesagt, mega cooler Name. Und auch die Unsicherheit, die ich da am Anfang hatte, war eigentlich total unbegründet, weil auch jetzt
höre ich so oft, boah, der Name ist so cool. Und ja, also andere sagen dann, ja, cool, wie du auf den Namen gekommen bist. Aber ja, am Anfang war ich da ehrlich gesagt gar nicht so zufrieden damit. Das, mittlerweile schon sehr. Also kannst du auf jeden Fall zufrieden mit sein, dass das prägt sich ein und da weiß man direkt, was passiert. Also du hast mit diesen beiden Wörtern ja schon abgedeckt, was bei dir passiert, auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt immer an der Theke sitzt, aber man weiß Bescheid und es ist sehr prägsam. Und ich habe damals, das war zum Ende letzten Jahres, habe ich dann immer Empfehlungen bekommen, ach ja, hör mal hier bei Thekentalk rein, hier ist der Link und so. Und ja, ich wusste direkt Bescheid, worum es geht. Also ich finde den Namen sehr cool, fast so cool wie Küchenherde. Ja, das ist ein mega cooler Name. Als Podcaster finde ich, also am Anfang fand ich das so, ja, ich finde es jetzt interessant, das von dir zu hören, weil ich relativ wenig Rückmeldung immer kriege. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir ist es so, dass es, klar, ich veröffentliche die Folgen und ich kriege schon ein bisschen über Instagram und über die sozialen Medien ein bisschen Feedback, auch von Freunden und so weiter. Nur ich frage mich immer so, ja, wer hört das eigentlich? Und es kommt irgendwie ja so wenig zurück, mal an Feedback von Hörern. Und deshalb ist es interessant, das jetzt mal ja, von dir zu hören. Da ist es tatsächlich so, dass über Instagram zwischenzeitlich mal Anfragen kommen zu Themen. Zum Beispiel kam jetzt der Themenwunsch zu Gründungen, Gastro-Gründungen und Quereinsteiger. Und da kriege ich zwischenzeitlich mal Feedback. Aber wenn man das jetzt so mit den Hörerzahlen oder mit den Downloadzahlen oder Abonnentenzahlen vergleicht, dann ist das wirklich ein Hauch nur. Also bei mir ist es tatsächlich genauso, dass so von den Rückmeldungen her, dass das nicht zusammenpasst mit den Abonnenten oder mit den Downloadzahlen. Das ist auch sehr, sehr rar. Ja. Aber ich versuche viel in Kontakt zu kommen mit Gastronomen oder Hoteliers, um dort auch Inspiration für neue Folgen zu bekommen und was die sich so wünschen. Und da gehe ich dann immer meistens ins Gespräch. Also über den Podcast selbst kommt da vereinzelt Feedback auch. Ja. Was ich jetzt vorweggenommen habe, jetzt haben wir schon über deinen Namen oder über den Namen von Thekentalk gesprochen und über Feedback, aber einige von den Küchenherde-Hörern kennen dich vielleicht noch gar nicht so ganz so gut. Und deswegen würde ich mal einmal vorschlagen, dass du einmal kurz erzählst, wer du bist und was du machst und ja, einmal ein bisschen von deinem grandiosen Lebensweg, wo ich wirklich ein wenig neidisch drauf bin, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob der so grandios ist. Naja. Lass ich sehr schön, muss ich sagen. Also ich habe gebannt am Rechner gesessen und habe gedacht, auch schon zu Ende. Schade. Oh, das ist aber nett. Vielen Dank. Ja, dann nehme ich euch mal ein bisschen mit in mein Leben. Also momentan lebe ich mit meinem Mann und mit meinem kleinen Sohn, der jetzt 9 Monate alt ist, in der Nähe von München. Und ja, wie du schon gesagt hast, seit Anfang 2018 habe ich den Thekentalk Podcast, wo ich erfolgreiche Gastronomen vorstelle. Und ja, ich habe einen klassischen Hotel-Background. Ich habe eine Ausbildung im Hotel für Jahreszeiten Kempinski in München gemacht und habe schon während der Schulzeit und auch während der Ausbildung immer nebenbei in der Gastro gearbeitet und war dann nach der Ausbildung ein Jahr in Kanada und habe dort in verschiedenen Hotels und Restaurants gearbeitet und dann noch 1,5 Jahre in Australien und ja, auch da habe ich in verschiedenen, also in einem Hotel, im Sofitel in Melbourne gearbeitet und davor schon in, das war für so eine Hotelstaff hießen die, im Endeffekt so eine Leiharbeitsfirma, wo ich richtig viele Einblicke gekriegt habe. In verschiedene Bereiche, also zum Beispiel bei einer College-Abschlussfeier habe ich bedient und ich habe im Parlament gearbeitet und das war eigentlich, da habe ich Einblicke gekriegt, die man normalerweise so nicht bekommt, wenn man da mal ein Jahr ist oder nur ein paar Monate oder Tage ist und das war wirklich wertvoll und dafür liebe ich auch den Job in der Gastro, ja, für die Möglichkeiten, die man da hat, dass man so gut reisen kann und in verschiedene Kulturen und Länder eintauchen kann.
Genau, nachdem ich dann aus Australien wieder zurückkam, bin ich wieder zurückgegangen, für die Kempinski-Gruppe zu arbeiten, war ein paar Monate in Hamburg. Und anschließend habe ich bei einer Hoteleröffnung in Kitzbühel gearbeitet und da im Reservierungsbereich und Eventmanagement dann später. Und genau, das war jetzt so mal meine Hotel- und Gastronomie-Erfahrung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre das dann war. Ich glaube, es sind insgesamt, habe ich knapp 10 Jahre in der Hotellerie und Gastronomie gearbeitet. Mhm. Ich habe dann noch BWL studiert an der LMU in München, um einfach noch einen betriebswirtschaftlichen Background zu kriegen, um da die Grundlagen auch wirklich zu haben, weil ich hatte schon immer das Ziel, mich mal selbstständig zu machen und dafür wollte ich einfach noch diesen betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben. Mhm. Ich fühle hier so einen Monolog. Ist es okay? Oder hast du noch irgendwelche Fragen gerade? Ich würde mal ganz kurz einsteigen, weil das passt jetzt, das ist jetzt eine wunderbare Überleitung zu einer Frage. Du hast ja jetzt deine Ausbildung, dann deine Auslandserfahrung, dann die unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen im Ausland, dein BWL-Studium, dann hast du hier eine Neueröffnung mitgemacht. Das ist ja, du hast ja, wie geplant kann man fast sagen, die Basics gelegt für das, was du jetzt machst. Du bist jetzt, du coachst Gastronomen zum Thema Gründung. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, genau. Also es gibt ja dann eigentlich in ganz Deutschland niemanden Besseren, der das machen könnte, weil du hast einfach das theoretische Wissen mitgenommen, was jetzt alles Betriebswirtschaftliche angeht, von einer sehr guten Universität und dann hast du aber auch noch die ganze Praxis mitgenommen. Also es gibt eigentlich keinen, der das besser könnte, oder? Vielen, vielen Dank. Ja, aber das passt da alles so. Das musste jetzt einfach mal so raus, weil ich habe hier Gastro-Coaching auf meinem Zettel stehen, Thema Gründung und jetzt, wo du das alles nochmal so erzählt hattest, es passt einfach alles zueinander. Kannst du ein bisschen über dein Gastro-Coaching erzählen? Ja, also es ist so, dass ich in der Zeit in der Gastro immer wieder den Satz gehört habe, in der Gastro ist es eben so. Ich weiß nicht, kennst du es sicherlich auch? Damit wird alles gerechtfertigt. Ich halte mir dann immer die Ohren zu, wenn der Satz kommt. Ja, genau. Also der ist mir schon immer sauer aufgestoßen. Wollte das einfach nie akzeptieren, dass man was mit diesem Satz begründet. Mhm. Und das ist der Grund und das war so für mich der Anstoß zu sagen, ich möchte da was ändern, weil wenn wir weiterhin diesen Satz sagen und alles so hinnehmen, dann wird es für immer so bleiben. Und ja, deshalb bin ich mit Start des Podcasts auch Anfang 2018 bin ich auch eben angetreten, um die Gastro zu einem besseren Ort zu machen, wie du ja auch mit deinem Thema. Mhm. Und um für die Mitarbeiter da bessere Bedingungen zu schaffen. Und das mache ich heute in einem Coaching, in Beratungen mit meinen Kunden. Wir definieren Arbeitsabläufe, weil für mich ist es so, dass ich sage, sobald eine richtige Struktur vorhanden ist, und das ist die Basis dafür, dass es bessere Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter gibt, sagen wir, dass es definierte Arbeitsabläufe gibt, dass es nicht irgendwie alles chaotisch abläuft, dass es einen definierten Onboarding-Prozess gibt, dass wenn der Mitarbeiter hochmotiviert am ersten Arbeitstag kommt, dass auch alles bereit ist für den Mitarbeiter, dass es Mitarbeitergespräche gibt und auch Zielvereinbarungen, dass man auch schaut, okay, welche Ressourcen bringt eigentlich der Mitarbeiter mit und was können wir am besten, wie kann der sich am besten einbringen, sodass es auch in die Lebensziele von dem Mitarbeiter passt? Genau. Und wie kann er uns am besten unterstützen? Das machen wir einmal, mache ich das in Beratung. Ich erarbeite da auch wirklich diese, zum Beispiel mal ein Mitarbeiterhandbuch und wo wir wirklich die Prozesse niedergeschrieben haben oder einen Onboarding-Prozess. Da bin ich auch wirklich dann in der Erarbeitung mit involviert. Mhm. Und dann durch den Podcast und viele Gespräche mit Gastronomen und durch die Projekte mit den Gastronomen ist noch ein zweites Thema aufgekommen. Und zwar ist es eine bessere Work-Life-Balance und auch wirtschaftlich
erfolgreicher zu sein für die Gastronomen, weil ich viele, viele kennengelernt habe, die oder eigentlich alle meine Interviewpartner machen den Job aus Leidenschaft. Ja. Mhm. Und das ist ja bei den meisten Gastronomen so. Und sie arbeiten unglaublich viele Stunden im Unternehmen. Und ja, was sie sich auszahlen am Ende des Monats, das glaubt eigentlich meistens keiner. Der eine zahlt sich 500 Euro aus, dann gibt es andere, die schaffen es, 1200 Euro auszuzahlen, wie auch immer. Es ist viel zu wenig, um wirklich davon leben zu können. Also es ist ja eigentlich viel mehr ein Hobby als ein Job. Und ich glaube, dass die wenigsten Gastronomen davon geträumt haben, dass es so ist, dass sie den ganzen Tag arbeiten und am Ende, obwohl es ihnen Spaß macht, kein Geld rauskommt. Und da, das mache ich hauptsächlich in Workshops, dass wir einen Schritt zurückgehen, ein bisschen Abstand nehmen und die Gastronomen wieder überlegen, was war eigentlich mein Traum, was war mein Ziel mit dieser Gastro und wie viel ist jetzt so, wie ich es erträumt habe oder wie viel mache ich eigentlich ganz andere Tätigkeiten. Und viele Dinge sind viel einfacher zu lösen, als man denkt. Ja, die meisten sind einfach nur viel zu tief in der Arbeit eingebunden. Und ja, so einen Schritt zurückzugehen, hilft dann oft, da Lösungen zu finden. Und das kann man eben optimal in so einem 1:1-Workshop machen. Genau, das mache ich in meinen Coachings. Und okay, natürlich in der Gastronomie, finde ich, sind es auch viele Glaubenssätze, die damit verbunden sind. Ja. Dass man ja hart für das Geld arbeiten muss und da, ja, da liegt auch viel begründet und auch an solchen Glaubenssätzen arbeiten wir viel, die aufzulösen. Genau. Okay, perfektes Programm, perfektes Paket, würde ich sagen, weil in erster Linie versuchst du ja mit dem Gastronomen zusammen dieses Fundament aufzubauen, diese Struktur, das Fundament, worauf er steht, damit er nicht auf wackeligen Holzbrettern steht und nicht agieren kann. Und ja, ist ein mega wichtiger Step und das habe ich die Erfahrung gemacht, das unterschätzen viele Gastronomen, dass dieses Fundament erstmal stehen muss und dass dieses Fundament, wenn es gegossen wird, wenn es gebaut wird, dass das nicht unbedingt sofort zum Ergebnis führt, sondern dass das eine Sache ist, die dauert vielleicht 2, 3, 4 Monate. Aber aus diesem Fundament heraus kann man halt gut arbeiten. Und dann finde ich es gut, das habe ich mir auch noch notiert, dass der Gastronom von dir jetzt nicht alleine gelassen wird, sondern du gehst dann mit in die Umsetzung und sagst, hey, ich nehme dich mit an die Hand, wir machen das gemeinsam. Wir entwickeln jetzt gemeinsam dieses Handbuch, wir entwickeln gemeinsam jetzt einen Onboarding-Prozess, dass du den halt nicht ganz alleine lässt. Da kennt man ja viele Kollegen, die in der Beratung oder im Coaching arbeiten, die dann sagen, hier hast du deine Präsentation, das schauen wir uns jetzt an und aus die Maus, ich bin dann mal weg. Und? Ja, das ist mir also wirklich wichtig. Die Umsetzung ist das A und O. Ja. Genau. Was ich mir jetzt auch noch notiert habe, was du gesagt hast, diese Glaubenssätze. Ich glaube viel, du hast gerade gesagt, was ganz Wichtiges gesagt, alle die Lauscherchen auf, auch wenn wir uns jetzt gerade kurz vom Podcast entfernen, das ist aber nicht so schlimm, weil das ist wichtig. Du hast gesagt, die Glaubenssätze sind halt ganz stark verankert und manchmal ist etwas gar nicht so schwer, wie es im ersten Moment aussieht. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht im Coaching, dass die Leute, dass die Gastronomen oder die Hoteliers, dass die eigentlich viele Dinge vernünftig lösen könnten oder auf kurzem Wege vielleicht auch lösen können, aber dass so viele Sachen, dass die ungefähr 10, 20 Probleme haben, Sorgen haben und vor lauter Sorgen, die sie sich machen, kommen sie gar nicht in die Umsetzung, in die Lösung hinein, weil einfach dieses Sorgenpaket zu groß ist. Und die Erfahrung habe ich gemacht, dass diese Sorgen, dass man, wenn man die erstmal ablegt, dass man sagt, was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte? Und dann geht man mit diesem Gedanken, mit diesem wirklich absolut Schlimmsten, was passieren könnte und versucht dann halt Sorge für Sorge, Problem für Problem strukturiert nacheinander abzuarbeiten. Nur wenn man sich halt wirklich nur mit den Sorgen befasst, dann kommt man gar nicht in die Abarbeitung. Ja. Ja, genau. Also da, okay. Ja, es hat auch schon der ein oder andere gesagt, dass er wirklich in dem Workshop dann viel über sich selbst auch gelernt hat. Jetzt nicht nur über den Betrieb, sondern wirklich auch über sich persönlich. Und das ist auch das Ziel und das freut mich dann, das zu hören. Ja,
Okay, zurück zum Podcast. Ja. Welches ist das Thema des Podcasts? Welches ist der Schwerpunkt deines Podcasts? Also es geht vielleicht unter dem Begriff Modeling of Excellence, kann man das vielleicht fassen. Das heißt, ich schaue mir erfolgreiche Gastronomen an und finde heraus, was sie so erfolgreich macht. Ich biete also Gründern in der Gastro die Möglichkeit, von anderen erfolgreichen Gastronomen zu lernen. Und ja, weil sie geben viele Einblicke in ihre Betriebe und Tipps, also wirklich wertvolle Tipps für andere Gründer. Und ja, ich finde das sehr wertvoll, immer wenn man ja, von jemandem lernt, der den gleichen Schritt schon gemacht hat. Ja, von den Menschen kann man einfach am besten lernen. Und das kriegen die Gastro-Gründer hier ja, in dem Podcast in komprimierter Form zur Verfügung gestellt. Okay. Und es geht darüber hinaus noch über, jetzt nicht nur über das Berufliche, sondern wir besprechen auch immer, was hat die Gastronomen eigentlich geprägt? Wo kommen die her? Welche Mentoren hatten sie? Oder was hat sie auf ihrem Weg unterstützt? Und genau, das ist auch noch was, was wir anschauen. Und ja, der Podcast, oder ich interviewe in dem Podcast Gastronomen aus ganz Deutschland. Und wichtig ist mir dabei immer, dass ich suche mir die Gastronomen so aus, die haben alle Leidenschaft für ihren Beruf und die haben alle auch irgendein bestimmtes, besonderes Konzept. Ich kriege oft Empfehlungen für Interviewpartner und ich bin da wirklich so ein bisschen picky mit, ich habe da so ein, das ist mehr so ein Gefühl, nachdem ich meine Interviewpartner aussuche. Ja, die müssen einfach ja diese Leidenschaft haben und so dieses gewisse Etwas. Das ist so schwer in Worte zu fassen. Ja, also sind von der Zielgruppe her, sind grundsätzlich Gründer, Gastro-Gründer oder Quereinsteiger deine Zielgruppe oder darüber hinaus noch? Genau, also hauptsächlich Gründer in der Gastro, die jetzt oder solche, die von der Gastro-Gründung träumen, sage ich jetzt mal. Also die sich noch ja, mit dem Thema beschäftigen und sagen, auch irgendwann möchte ich auch mal mein eigenes Café eröffnen oder mein eigenes Restaurant. Und die spreche ich noch gezielt an. Und natürlich hören auch viele den Podcast, die einfach den Hintergrund gerne haben, wenn sie wo essen gehen und das einfach toll finden, mehr über den Gastgeber zu wissen und ja, vielleicht auch da ein Gesprächsthema am Tisch zu haben und sagen zu können, hey, ich habe hier einen Podcast gehört über den Gründer, über den Gastronomen und der macht das und das und das toll und die sind hier nachhaltig, hier Zero Waste und genau, also einfach da noch ein paar Fakten auch für Gäste zu liefern. Ich finde das aus zweierlei Hinsicht finde ich das ganz cool, weil ich habe halt oft festgestellt, ich würde mich jetzt als Gastronom bezeichnen, weil ich auch schon viele Jahre in der Branche arbeite und ich habe deinen Podcast gehört oder ich höre deinen Podcast und nehme mir immer mal so kleine Häppchen da draus. Also ich bin jetzt kein Gründer oder Quereinsteiger, aber ich habe oftmals Dinge gehört, ob es jetzt eine Vorgeschichte war von jemandem, die mich inspiriert hat oder wo jetzt jemand gesagt hatte, so habe ich es am Anfang gemacht, dann habe ich mir dieses Päckchen rausgenommen oder irgendwelche Dinge, diese Best-Practice-Beispiele, die habe ich mir auch rausgenommen als Gastronom. Und auf der anderen Seite finde ich das halt sehr cool, wenn jetzt Quereinsteiger kommen, Neugründer, die vielleicht nicht so einen Mega-Gastro-Hintergrund haben, dann ist das ja immer so eine ganz, eine Geschichte auf dünnem Eis, würde ich jetzt mal so sagen, weil es ist ja nicht einfach so ein schnuckeliges kleines Café eröffnen und dann ja, mit schönen Servietten und schönen Kaffeekännchen und so weiter. Da steckt ja viel, viel, viel mehr hinter, was man, ich hätte jetzt beinahe gesagt, auf dem Kerbholz haben muss. Nein, was man als Background haben muss, wenn man in der Gastronomie erfolgreich sein will. Auch nur als kleines Café oder als kleines Restaurant. Und da finde ich, bedienst du diese Leute sehr, sehr gut. Einmal mit dem Podcast, wo die sich die Häppchen auch raussuchen können und dann aber auch mit dem Coaching, dass du sagst, okay, von mir kriegst du den Background, ich baue mit dir zusammen das Fundament, die Struktur und wir gehen zusammen in die Praxis. Also auf zweierlei Hinsicht super abgedeckt. Wird mir gerade klar, deswegen musste ich das mal so sagen.
Ja, absolut. Also ich finde auch, dass aus jeder Folge kann man einfach irgendwas mitnehmen. Also jeder Gastronom hat irgendeinen wirklich tollen Tipp, auch wenn er das vielleicht gar nicht, ich frage immer nach den drei Tipps für Gründern. Manchmal ist es gar nicht mal das Wertvollste, was in den drei Punkten dann kommt, sondern die hauen das einfach so schon in ihrer Erzählung raus, obwohl sie es gar nicht so bewusst, obwohl sie sich gar nicht so bewusst sind, dass das jetzt eigentlich ein Riesentipp ist und eine Riesenunterstützung. Ja, das ist ja, man umgibt sich mit sowas tagtäglich und dann ist es für einen eine Kleinigkeit, was für den anderen, wenn er noch nicht auf den Gedanken gekommen ist, ein mega Ding ist. Ja. Eine Frage habe ich noch, die ich habe noch mehrere Fragen. Wir müssen noch ein bisschen on air bleiben. ich habe bei iTunes geschaut und habe dann einmal beim Scrollen, du hast 52 oder 53 Folgen hast du online und dann habe ich gesehen, unten bei den unteren Folgen ist immer so ein rotes E und das hört dann irgendwann zur 45. Folge auf. Kannst du unseren Hörern einmal erzählen, was dieses E bedeutet? Ja, und zwar ist das, das E steht für explicit. Das heißt, dass über Themen gesprochen wird, die potenziell nicht für Hörer unter, ich weiß nicht, unter 16 oder unter 18 geeignet sind. Ja. Und ich habe ja anfangs schon gesagt, dass ich diesen Online-Kurs für Podcaster gemacht haben und da wurde am Anfang die Empfehlung ausgesprochen, lieber mal das explizit anzukreuzen, ja. Um damit man da eben ja sich rechtlich ja, damit man da einfach rechtlich auf der sicheren Seite ist. Ich habe es dann irgendwann rausgenommen, weil mich oft Leute drauf angesprochen haben, auch Interviewpartner, so, oh, warum ist jetzt da dieses explicit dran. Wir haben ja eigentlich gar nicht Schimpfwörter verwendet oder über irgendwelche Themen gesprochen, ja, die man jetzt nicht besprechen dürfte. Und dann habe ich das weggenommen. Ich habe es versucht, rückwirkend nochmal rauszunehmen. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Oder wenn du jetzt auch sagst, dass es noch da ist. Ja, ich habe da jetzt gar nicht mehr reingeschaut, aber ich achte jetzt auf jeden Fall immer bei den neuen Folgen drauf, dass ich es gar nicht als explicit ja, eingliedere. Okay, weil ich hätte mich gefragt, als ich dann gescrollt habe und dann war da die ganze Zeit oder sehr oft das rote böse E und da habe ich gedacht, ja, ja gut, was hat sie denn bis zum 4.9.2018 gemacht? Wie hat sie da immer einen rausgehauen und dann auf einmal nicht mehr oder was ist passiert? Und das dachte ich mir, frage ich jetzt einfach mal, weil das schon sehr interessant aussieht. Okay. Was denkst du denn, machst du anders als die anderen Podcaster? Also ich nehme oder ich habe bisher die Aufnahmen meistens vor Ort aufgenommen und das erschafft eine ganz andere Atmosphäre mit den Interviewpartnern. Ich bin wirklich vor Ort in den Restaurants, in den Cafés und ja, dadurch kann ich eine tolle Beziehung mit den Gastronomen aufbauen. Ich erfahre noch viel mehr Hintergründe und ja, außerdem sind es bei mir immer, es sind woanders auch coole Konzepte. Aber ich habe schon ganz besonders tolle Interviewpartner auch. Und die, ja zum Beispiel das Laden ein in Köln, die das Restaurant wöchentlich an, ja da ist jede Woche ein anderes Restaurant in der Lokalität drin. Oder in München der kleine Flo, die Mini-Burger servieren oder das Bapas in München, die bayerische Tapas servieren. Jetzt habe ich dann ein Interview mit einem Café in Berlin, die Zero-Waste-Café. Also ja, das sind so diese Besonderheiten, ja, die inhaltlich dann noch dazukommen. Also das ist nicht nur die Päckchen, die man sich aus jeder Folge ziehen kann, sondern auch noch coole, interessante Konzepte und das dann live vor Ort. Und ich habe vorhin im Eingang, hatte ich schon einmal gesagt, als wir beide uns unterhalten haben, dass ich das halt ganz cool finde mit den Hintergrundgeräuschen teilweise, also dass dann ein ganz anderes Flair aufkommt, wenn du halt bei denen vor Ort bist. Und das auch so, wenn man sich gegenüber sitzt, dass man dann einen ganz anderen Flow entwickeln kann im Gespräch und ganz anders auf den eingehen kann,
Und deswegen finde ich das ganz cool, dass du zu den Leuten auch wirklich hinfährst. Warum sollten sich Hoteliers und Gastronomen deinen Podcast anhören? Wir haben ja schon viel drüber gesprochen jetzt, dass es einfach viele Tipps in den Folgen gibt. Man lernt auch, dass es anderen genauso geht. Das höre ich ganz oft. Okay, ich habe erfahren, allen in der Gründung geht es genauso. Also dass vielleicht zum Beispiel, das habe ich jetzt öfter schon gehört, die ersten 3-4 Monate nach einer Gründung einfach extrem hart sind. Da kommen vielleicht noch nicht so viele Gäste wie erwartet. Die Rechnungen müssen trotzdem schon bezahlt werden. Und das zu hören, dass es in den ersten Monaten vielleicht einfach weniger Gäste kommen und dass es normal ist, das ist schon allein das schon mal zu hören, beruhigt dann schon viele. Mhm. Ja, und zu sehen, dass andere die gleichen Themen haben. Ja. Jetzt habe ich hier, eigentlich hast du recht gehabt, die Frage war jetzt fast schon überflüssig, weil es schon ganz, ganz viele Gründe gab, warum man in den Podcast Thekentalk reinhören sollte. Aber was hast du denn außer dem Podcast sonst noch zu bieten? Außer dem Podcast, dem Coaching, was kann man bei dir noch erwarten? Genau, also ich habe noch einen Blog bzw. eine Webseite, wo ich auch immer noch mal zusammenfasse, was in den Interviews besprochen wurde. Da, wenn man jetzt mal keine Zeit hat oder erst mal reinschauen möchte, ob es wirklich passt, kann man auf der Webseite vorbeischauen. Das ist www.thekentalk.com. Kannst du ja gerne auch in die Shownotes reinmachen. Mhm. Da kann man sich noch mal so eine kurze Zusammenfassung vom Interview anschauen. Dann auf Instagram fasse ich auch nochmal die Tipps und die Shortcuts, die die Gastronomen gegeben haben, nochmal zusammen. Also gerne auch auf Instagram einfach folgen. Und dann verpasst man keine Folge und kriegt das alles nochmal ein bisschen serviert in schönen Portionen, nochmal ausgearbeitet. Ich verlinke das alles in den Shownotes, dein Instagram-Account, den Blog, also deine Homepage, und damit man dich auch vernünftig finden kann. Eine kleine Abschlussfrage. Thema Australien. Ja. Sydney oder Melbourne? Melbourne. Echt? Ja. Tatsächlich? Ja, also ich habe ein Jahr, also ich war 1,5 Jahre in Australien, ich habe ein Jahr in Melbourne gewohnt und definitiv Melbourne. Okay. Du bist für Sydney, höre ich raus. 10.000%. 10.000%. Wir waren in Melbourne. Wir waren über 3-4 Tage in Melbourne. Es kann auch daran gelegen haben, dass das Wetter nicht so cool war. Ich weiß es nicht. Aber dann kamen wir nach Sydney, nachdem wir in Melbourne waren. Und wir waren halt einfach überrumpelt von dieser Stadt und was man dort alles machen konnte. Und das haben wir in Melbourne halt alles so nicht wahrgenommen. Aber ich denke, das ist nicht Melbournes Schuld, sondern einfach, dass wir vielleicht nicht genug Zeit hatten, ich weiß es nicht. Aber die Frage war mir jetzt wichtig, persönlich wichtig. Aber ja, ich muss auch sagen, ich war nur ganz kurz in Sydney. Ich war nur mal 3 Tage in Sydney. Und das ist natürlich klar, dass ich Melbourne besser kenne. Und es sind natürlich auch die persönlichen Beziehungen, die Freunde, die da sind, die das für mich auch zu der tolleren Stadt machen. Ja. Ja, das sind ja immer die wirklich solche Dinge, die Emotionen, die Gefühle, die man halt mit diesem Ort verbindet. Das ist immer ganz, ganz stark. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Mhm. Du schaust ja, wenn du Gastronomen interviewst, schaust du, dass schwerpunktmäßig die Wertschätzung für die Mitarbeiter da sind, also dass die Rahmenbedingungen passen und dass der Gastronom mit seiner Gastronomie grundsätzlich solide ist und finanziell erfolgreich. Also, dass du eine gute Gastronomie interviewst. Jetzt hast du mittlerweile über 50 Folgen veröffentlicht mit tollen Interviews. Was ist so dein Fazit, wenn du jetzt sagst, ich muss 3 Tipps für meine Hörer raushauen? Was ist so dein Fazit von diesen 50 Folgen? Was sollte man am besten tun? Ja, also was ich da wirklich rausgreifen kann, welches eine Interview, wo der Interviewpartner wirklich alles vereint, meiner Meinung nach,
Das ist der Klaus Kopjol. Ich weiß nicht, ob du das Interview gehört hast. Mhm. Der hat eine Gastronomie, also der hat ein Tagungshotel in der Nähe von Nürnberg. Und da gebe ich jetzt einfach seine Tipps weiter, weil das auch, ja, das ist, was ich wirklich unterschreiben kann, ist, dass wenn man wirtschaftlich auch erfolgreich sein möchte, dann geht es am besten, oder ich möchte jetzt nicht sagen, es geht nur so, aber es geht am besten, wenn einem die Immobilie gehört, wenn man keine Pacht zahlen muss. Mhm. Nur dann ist es langfristig möglich, wirklich auch wirtschaftlich richtig erfolgreich zu sein. Und die Wertschätzung der Mitarbeiter durch kleine Gesten auch schon. Also zum Beispiel bekommen dort die Mitarbeiter, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen, eine Schachtel Pralinen nach Hause geschickt. Das heißt, dass die nach dem Urlaub auch wieder sich auf die Arbeit freuen. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, da hat jeder Mitarbeiter bekommt seine eigene Visitenkarte. Mhm. Ja, ich war neulich in einer Bar in München, habe den stellvertretenden Barmanager kennengelernt. Und ich meine, Visitenkarte, klar, ist ein bisschen outdated auch vielleicht. Also ist nicht mehr so, braucht man vielleicht auch nicht mehr. Aber ja, irgendwie finde ich, braucht man schon. Und der hatte als stellvertretender Barmanager zum Beispiel keine Visitenkarte. Und Visitenkarten kosten heutzutage, ich habe neulich erst bestellt, ist nicht viel, 15 Euro, 20 Euro. Und dann kann man sich ordentlich präsentieren. Und das noch so eine Kleinigkeit, also wirklich so kleine Gesten an die Mitarbeiter, die dem Mitarbeiter wirklich Wertschätzung entgegenbringen. Ja, so eine Visitenkarte, Entschuldigung, ganz kurz. Ja, nee, bitte. So eine Visitenkarte ist ja auch für den Mitarbeiter dann erst echt, dass er sagt, hey, guck mal hier, ich bin zwar fürs Housekeeping zuständig, aber ich habe hier eine Visitenkarte. Also ist schon cool für den Mitarbeiter, definitiv. Ja. Das war's schon, weiter. Genau, und was die bei den Visitenkarten noch machen, was ich auch ganz cool finde, die drucken auch einmal die private Anschrift, glaube ich, auf eine Seite noch, dass jetzt auch der im Housekeeping normalerweise die Betten macht, der jetzt vielleicht nicht so häufig beruflich jetzt die Visitenkarte braucht, aber der dann trotzdem sagen kann, hey, wenn er abends weggeht, hier ist meine Visitenkarte. Weiß nicht. Ja. Also das ist mal so kleine Gesten entgegenbringen. Und dann als dritten Punkt, was könnte ich denn da noch sagen? Wirklich die zu schauen, was bringt der Mitarbeiter mit? Also viel mehr auf die Fähigkeiten noch zu schauen, die Mitarbeiter wirklich haben. Nicht sagen, hey, das ist dein Job hier, mach das mal von Montag bis Freitag oder von Dienstag bis Sonntag und das ist jetzt eben so, sondern wirklich schauen, was bringt der Mitarbeiter noch mit? Mhm. Und jetzt habe ich vielleicht sogar noch einen vierten Tipp, dass man anstatt oder dass es Vorteile hat, wenn man mit Teilzeitmitarbeitern arbeitet. Oft ist ja die Arbeit in der Gastro doch auch relativ die Aufgabe an sich relativ monoton. Was es abwechslungsreich macht, ist die Arbeit mit den Menschen. Nur wenn man jetzt zum Beispiel Teilzeitmitarbeiter hat, die vielleicht nebenbei auch noch sich selbstständig machen, man hat immer motivierte Mitarbeiter da, die diese zwei Tage, die sie in der Woche da sind, wirklich wertschätzen, die damit voller Begeisterung bei der Arbeit sind und das vielleicht noch mehr als ein Vollzeitmitarbeiter, der wirklich jeden Tag da ist und für den es dann auch wirklich irgendwann vielleicht monoton wird. Ja, das ist, finde ich, ein ganz cooler Tipp, weil die
man muss ja dann auch oftmals schauen, viele Gastronomen, habe ich auch gehört, sagen dann, ach ja, das passt nicht in mein Konzept rein oder das passt nicht in meinen Rahmen mit rein, wenn ich jetzt Teilzeitmitarbeiter oder vielleicht auch Mütter, die jetzt nicht Vollzeit arbeiten können, sondern nur wirklich 2-3 Tage in der Woche, das passt nicht in mein Konzept. Ich sage dann immer, dann mach's passend, weil du kriegst keine besseren, also jetzt übertrieben gesagt, ja, du kriegst keine besseren, motivierteren Mitarbeiter als solche Leute, die sind einmal froh, dass es passt, dass es von dem Rahmen her passt, dass die halt ihre privaten Sachen alle erledigen und organisieren können, dass es mit dem Kind klappt. Das sind wirklich die motiviertesten Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Ja, glaube ich auch. Ich habe mir noch 2 Sachen notiert. Einmal kurz noch zu der Visitenkarte. Das ist ja auch, wenn du abends in der Disco unterwegs bist oder bist irgendwo, keine Ahnung, als Mitarbeiter, als Service-Mitarbeiter und dann gibst du die Visitenkarte raus. Das ist ja dann auch immer eine coole Botschaft an denjenigen, der die Visitenkarte bekommt. Der denkt sich, hey, was ist das denn für ein Laden? Die machen Visitenkarten für ihren Restaurantfachmann oder für ihren Koch. Und vielleicht ist das ja auch ein potenzieller Interessent, ein potenzieller Mitarbeiter. Also es ist doppelt cool. Einmal Wertschätzung für Mitarbeiter und Botschaft an potenziellen Mitarbeiter mit der Visitenkarte. Ja. Ja. Und eine Sache habe ich mir auch noch notiert, ganz kurz. Das, was du gerade gesagt hast, dass man mehr auf die Fähigkeiten schaut. Was kann der richtig gut und wo kann ich ihn dann einsetzen? Das ist immer der eine Baustein. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und das hattest du vorhin, das habe ich leider vergessen, aber das hattest du vorhin einmal kurz eingeschmissen. Das Ziel, einmal das Ziel, was das Unternehmen verfolgt. Wo möchte ich mit meinem Unternehmen hin? Und dann, dass man genauso schaut bei seinem Mitarbeiter, welches Ziel verfolgt mein Mitarbeiter? Und haben wir ähnliche Reiseziele? Können wir uns gemeinsam für einen Teil der Zeit, für 2, 3, 5, 10 Jahre, wie auch immer, können wir eine gemeinsame Reise machen, weil wir das gleiche Ziel haben? Das ist ungemein, wenn man sich das bewusst macht, nicht nur für sich selber als Unternehmen, sondern auch für sich, für seine Mitarbeiter. Ja, das wollte ich noch hinzufügen. Ja, absolut. Ja, du sagtest gerade die Folgen mit dem Klaus Kopiol, das waren ja vor kurzem, ich glaube Folge 48, 47, 48 bei dir. Ich habe die bei dir nicht gehört, muss ich gestehen. Ich habe aber bei 2 zu Tisch habe ich die Podcast-Folge von dem Schindlerhof mit dem Herrn Kopiol gehört. Und ich muss sagen, dass ich viele, viele Dinge gehört habe, wo ich sage, wow, das ist cool, das ist schon echt teilweise Vorzeige Gastronomie, Hotellerie, aber viele Dinge, da musste ich dann auch sagen, oh, tatsächlich, ist das jetzt dein Ernst? Und das war immer so zweischneidig. Ich wurde da immer auf sämtlichen emotionalen Wellen, wurde ich irgendwo hin und her gerissen, wo ich einmal sagte, ja, cool, finde ich gut und auf der anderen Seite, bist du dir sicher? Und bei was fandest du, bist du dir sicher? Bei was hast du dir das gefragt? Ich meine, grundsätzlich muss man ja sagen, es funktioniert bei ihm. Es funktioniert bei ihm und viele Dinge, die macht er ja auch richtig. Aber dann so Aussagen wie Konzernmenschen sind versaut, das fand ich halt eine sehr, sehr krasse Pauschalisierung, wo ich mir dachte, ja, ist nicht unbedingt so. Konzernmenschen bringen ja auch viele positive Aspekte. Es ist halt was anderes. Oder ich glaube auch in der heutigen Situation, in der Gastronomie, Hotellerie, wir arbeiten uns alle den Popo ab und jetzt muss ich auch so ein rotes E an meinen Dings machen, ne? wir arbeiten uns alle wirklich den Popo ab und schuften und sind fleißig und sind passioniert, aber dann muss man sensibler mit dem Thema Arbeitszeit umgehen. Also er hat sowas gesagt wie, nur wer viel arbeitet, arbeitet leidenschaftlich. Da ist ein bisschen was dran, weil wenn man eine Passion hat, dann lebt man seine Passion. Wenn ich hier arbeite, dann arbeite ich gerne 14 Stunden oder auch mal 15 oder 16 Stunden. Das ist meine Passion. Ich liebe das, was ich tue, na klar. Aber das zu pauschalisieren und sagen, nur wer viel arbeitet, ist leidenschaftlich oder arbeitet leidenschaftlich, finde ich gerade in der Situation, wo es jetzt alles so in der Diskussion ist, schwierig. Und ja. Das stimmt. Das ist noch so ein bisschen vielleicht, ja, aus der anderen Generation noch, würde ich sagen. Das ist momentan nicht mehr so ganz. Wobei ich war ja auch bei ihm wirklich vor Ort und ich muss sagen, ich hatte das noch nie und ich habe ja selber im Hotel gearbeitet und war auch schon in vielen Hotels, dass diese Herzlichkeit für die, ja, was ja so ihr Credo ist, das merkt man wirklich. Also ich kam an die Rezeption
Und die Dame, die da gearbeitet hat, hat hochgeschaut, hat keine Sekunde lang länger das weitergearbeitet, was sie gemacht hat, sondern hat gesagt, okay, hier kommt ein Gast und das ist, wofür ich da bin. Ich bin für diesen Gast da. Mhm. Und es war nicht aufgesetzt, wie ich das manchmal sonst empfinde, sondern es war wirklich herzlich. Und ja, also das muss ich sagen, das kriegt er da wirklich, wirklich sehr gut hin. Ja, ja. Das habe ich aber auch, die Wahrnehmung habe ich aber auch gemacht, als ich dann das zweite Interview gehört habe, auch bei Zwei zu Tisch, da haben die dann die Tochter, ich glaube die Tochter war das, haben die dann interviewt und also viele, viele positive Aspekte und ich war selber noch nicht da, ich kann das Feeling nicht nachvollziehen, aber ich weiß, was du meinst, diese Herzlichkeit muss man, die spürt man einfach und wenn das in einem Laden gelebt wird, diese Herzlichkeit, dass die Menschen das gerne machen, dann muss da verdammt nochmal, das E ist schon dran, muss man verdammt nochmal was richtig machen und es waren halt nur so 2-3 Kernaussagen, wo ich sagte, weiß ich nicht. Aber sonst grundsätzlich glaube ich, dass das eine ein gutes Vorbild ist in vielen Punkten. Ja. So, jetzt haben wir uns aber auch ganz schön verquatscht, muss ich sagen. Aber es war sehr cool. Wenn man sich verquatscht, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Und ich fand unser Gespräch wirklich sehr schön, inspirierend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir können das gerne öfters machen, liebe Ann-Kathrin. Ja, sehr gerne. Dann machen wir das. Gute Zeit. Wir können das ja immer mal wieder aufzeichnen. Wir telefonieren einfach zwischendurch mal, wenn es passt. Und dann nehmen wir das auf. Und dann, ja, finde ich sehr cool. Also sehr wirklich gern. viel Inspiration heute, Ideen, Best-Practice-Beispiele. Mach das so weiter in deinem Podcast. Ich nehme immer ein kleines Häppchen mit. Und vielen lieben Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Dankeschön für deine Zeit heute. Ja, vielen Dank, lieber Markus. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und ja, ich kann auch von deinem Podcast einiges lernen und einiges mitnehmen. Und ich wünsche dir noch alles Gute mit deinem Podcast auch. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Und dann bis bald. Mach es gut. Das war eine ganz tolle Folge mit Thekentalk, Host und Gamechanger Ann-Kathrin. Wir freuen uns beide über dein Feedback. Also schau doch einmal in den Shownotes vorbei und lass eine gute Bewertung bei iTunes für Ann-Kathrin und für mich da. Wenn du mehr über Ann-Kathrin erfahren möchtest, findest du den Link zur Homepage, Facebook und Instagram ebenfalls in den Shownotes. Montag geht es weiter mit dem besten Hoga-Podcast. Montag ist Sven Lehnhoff bei mir zu Gast und erzählt über seinen neuen Podcast und was ihr mit diesem neuen Podcast zu erwarten habt. Ich danke dir für deine Zeit und dass du uns zugehört hast. Ich freue mich, wenn du Montag wieder dabei bist und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, mach es gut.